Ich darf euch wieder recht herzlich begrüßen zu einem weiteren Tag in der Werkstatt und sogar den letzten für diese Woche wieder. Ja, wir haben jetzt angefangen, den Grünen dort zu legen. Einkauf ist einmal geschrieben. Und ja, einkaufen. Einfach mal einkaufen legen. So, da haben wir jetzt das ABS gehabt. ABS gesteigert. Ja, ich habe diesmal nicht gleich beenden. So. Der Koppelstein haben wir auf keinen Fall. Also die Koppelstein haben wir auf keinen Fall. Shit. Okay. Wir schauen zuerst nach, was wir haben. Plus. Steuerkastel rein. Fahrzeug hoch. Wir brauchen Bremsscheibe. So, Bremsbeläge werden wir ausbrauchen. Nicht mal. Beinsattel, schauen wir mal, was drin ist. Okay, das heißt, es bleibt der Dämpfer übrig. Und die Koppelstange jetzt mitnehmen. Schon, gell? Ja. Die Koppelstange nicht nur erwähnen. Dämpfer nicht. So. Das heißt, wir brauchen jetzt noch einen Dämpfer, wir brauchen die Bremsscheibe, den Bremssattel. Bremsscheibe, Bremssattel, Dämpfer. Das ist gut, der Kolben, das passt schon. So. Stoßdämpfer. Ein Rohr, ach Gott, ein Rohr, Gasdruck, Bremsen, brauchen wir den Bremssattel und die Bremsscheibe. Gut. Einmal unten durch. So, Bremsscheibe drauf. Bremsbild. Machen wir jetzt, weil ich die Belege nicht mitgenommen. Bremsbelege. Machen wir auch mit. So, aber jetzt. Hoffe ich. Noch hin. Bin ich heute verwirrt. Riemen. Keilriemen. Keilriemen. Acht Typ. Ah. Gut. Auch wenn ich ein wenig verwirrt bin, ist gefällt mir. Nehmen wir drauf, um den Gräuel drauf. Und du bist. Ähm.
Ich sag gar nichts mehr. Ich sag jetzt echt nichts mehr. Wieder Unterliga Radlage. So. Ich glaube, ich hätte mir jetzt gerade den Reifen getroffen, ne? Aber nee. Radlager, aber wo? Hey, Bremse! So, und das ist der Radlager. Vorne, okay. Was war bei dir? Kupplung, Getriebe, Getriebe, Getriebe I6B. Getriebe I6B. Beidseitig abgedreht werden. Warum hätte ich nicht schon unten drin sind? Erklär mir das. Ich verstehe es nicht. Ja, ich weiß, verkaufen sollten wir auch noch. Das können wir jetzt im Anschluss machen. Wenn wir das Fahrzeug zusammenbauen. So. To
zweite Woche. Die waren nicht defekt. So. Was? Fertig. Mal kontrollieren. Was? Wir brauchen keinen Anlasser. Vielleicht, weil ich den nicht von unten ziehen kann. Kleinigkeit, okay, das kennst du nicht, oder? So, und tschüss. Passt. Das heißt, wir haben vor dem Wochenende noch alle Fahrzeuge da rausgehen. Das heißt, wir können jetzt mal in Ruhe verkaufen. Beziehungsweise vorher mal schauen, ob wir irgendwas reparieren können. Okay, nichts. Das weg. Die Gummilager buchsen hier immer noch auf. Alles weg tun. So. Das ist eh nichts mehr gut. Kommt man jetzt dann komplett weg. Ich habe noch ziemlich gut, gefressen. So. Nockmail-Räder, Entschuldigung, nicht die Schwung, die Nockmail-Räder werden uns auch erfüllen. Oh, mein neues Knöchel. Ich hab gar keine Kisten gekriegt. Hm. Ich setz mich die zwei an. So, so genau wie ich auf die Karte schauen. Theoretisch müssen wir jetzt zwei Scheunen mehr. Jetzt haben wir aktuell überhaupt nur zwei Scheunen. Du kommst jetzt rein, wenn man lackiert ist. Parkhaus. Wo muss den rein? Da kann man selber in die Garage rein. Oh, ein neues Erlebnis. Oh, die Garage auch schon. Oh. Weil man die echt so verhaftet gehabt hat. Den holen wir uns einfach. So. Ja. Zur Werkstatt dann, danke. Mitsubishi auch. Oh nee. Warum habe ich mir den vorher nicht angeschaut? Gut, so viel Platz habe ich jetzt eh nicht in der Werkstatt, der bleibt einfach da. Der andere kommt auf die Bühne. Und haut das hin. So, komm, lade ein bisschen schneller.
Lad doch bitte. Hallo, lade. Ah. So. Na, boom. Auf die Bühne bitte. Sitz feier. Das schöne Auto. Ja. Gut. Nehmen wir noch kurz auf. Wobei, über das Wochenende lassen wir unten stehen. Ja, und damit kann ich euch auch schon etwas früher ins Wochenende entlassen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet euch beim nächsten Mal ein. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss. Baba.